Ich gebe einem Spiel, mit welchem ich wirklich nicht cool war, eine zweite Chance. Are you serious? Ich möchte mich für Geld von euch beleidigen lassen. Du bist so eklig und hässlich. Und ich habe eine 2000-Euro-Wette abgeschlossen. Sheesh. Das und vieles mehr, meine lieben Freunde, jetzt in den Channel News. Ich weiß, Mario Kart 8 kann ich nicht mehr spielen. Das verstehe ich, Bruder. Das verstehe ich vollkommen. Mario Kart 8 Deluxe kann ich nicht mehr schauen. Was kannst du nicht mehr schauen? Höchstens noch bei Hübi in den Channel News. Oh, da würde ich es auch gucken. Genau jetzt. Mario Kart 8 Deluxe bei Hübis YouTube-Channel jeden Sonntag, Samstag, Dienstag. In den Channel News. Schaut an! Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Channel News, dem Format, wo ihr alle Infos rund um den Kanal und mich als Person bekommt. Es freut mich, dass ihr da seid. Enjoyt das Mario Kart 8 Gameplay im Hintergrund. Und wie immer gilt, wenn ihr euch nur für gewisse Themenbereiche interessiert, es sind Kapitel in der Beschreibung verlinkt, dann könnt ihr da einfach hinspringen, wo ihr wollt. Aber wir fangen direkt an, denn ich bin wieder aus dem zweiwöchigen Urlaub zurück. Das habt ihr vielleicht gar nicht mitbekommen, das haben vor allem die Stream-Zuschauer mitbekommen. Auf dem Kanal hier lief ja alles weitestgehend gut weiter und ja, wir haben viel zu besprechen. Punkt Nummer 1. Ich möchte TOTK eine zweite Chance geben. Ihr habt es ja, glaube ich, letztes Jahr zum Release mitbekommen. Irgendwie war ich mit TOTK nie so ganz auf einem grünen Zweig. Ich war sehr enttäuscht von der Story. Ich bin nicht so ganz damit warm geworden, dass sie die gleiche Welt aus BOTW nochmal verwendet haben. Und irgendwie, ich weiß nicht, es hat einfach nicht so gefunkt. Also zwischen TOTK und mir lief es einfach nicht so gut und ich war wirklich frustriert nach meinem Playthrough, weil ich mir irgendwie was anderes erhofft hatte. Ich habe aber auch schon immer gesagt, das kann auch einfach nur eine Momentaufnahme sein und irgendwann habe ich vielleicht mal wieder Lust dazu zurückzukommen und diese Lust ist jetzt da. Als ich im Urlaub war, dachte ich mir, boah, ich habe jetzt wirklich lang kein BOTW mehr gespielt, ich habe lang kein TOTK mehr gespielt, ich habe irgendwie Lust mal wieder in so eine Zelda Open World einzutauchen und deswegen möchte ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten Tears of the Kingdom wieder auf den Kanal zurückbringen. Ich möchte das vor allem in meinem Twitch-Livestream machen, also folgt mir da gerne. Da heiße ich einfach Hübi auf Twitch und ich möchte auf jeden Fall einen 100% Spielstand irgendwann haben. Also ich möchte irgendwann mal alle Crocs gesammelt haben und alle sonstigen Quests abgeschlossen haben. Wann und wie ich das mache, ist erstmal, glaube ich, nicht so wichtig. Ich möchte vor allem auch die neue TOTK Randomizer spielen. Ich werde ja von euch gelöchert mit Fragen, wann ich die TOTK Rando spiele. Und ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann mal wieder Lust auf TOTK habe, dann spiele ich die Rando und ja, das wird jetzt dann passieren. Ich glaube aber, bevor ich die Randomizer spiele, muss ich erst wieder so ein bisschen ins Spiel reinkommen. Weil ich glaube, ich habe 50-60% des Spiels noch gar nicht gesehen. Ne? Ich habe ja nur einen normalen Playthrough gemacht. Aber für alle Zelda-Fans, ich habe Lust, dem Spiel wieder eine Chance zu geben und werde es deshalb demnächst wieder auf Twitch bringen und eventuell auch Videos hier auf dem Kanal dazu veröffentlichen. Also falls ihr Bock auf die TOTK-Rando habt, auch in Videoform, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann gibt es einen neuen Reddit-Contest. Ja, das Reddit ist ein Ort, der in letzter Zeit ein bisschen an Aufmerksamkeit verloren hat, weil so ein bisschen die Luft raus war. Das liegt einfach daran, dass man nicht jahrelang Lust auf Memes haben kann. Ich glaube aber, dass dem Reddit eine ganz gute Zukunft bevorstehen könnte. Dazu später noch mehr. Aber aktuell läuft dort ein Contest, an dem jeder von euch teilnehmen kann. Ich will nämlich, dass ihr mich musikalisch disst. Es gibt nämlich einen Diss-Track-Contest. Falls ihr die genauen Regeln dazu wissen wollt, schaut einfach auf reddit.de vorbei. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Es geht im Endeffekt darum, dass ihr mich in einem circa zweiminütigen Track einfach disst und beleidigt. Wichtig ist dabei, dass ihr keine Randgruppen beleidigt, dass ihr keine zu harten Schimpfwörter verwendet, die nicht auf Twitch gesagt werden dürfen und auch, dass ihr meine Familie rauslasst heute. Es geht nur darum, mich als Person zu dissen, gerne auch mit einem humoristischen Touch und ich möchte dann alle Diss-Tracks, die eingereicht wurden, mit euch dann im Stream anschauen und dann ranken und die Top 3 bekommen sogar von mir ein kleines Preisgeld. Es gibt aktuell noch keine Deadline, aber es wird auf jeden Fall nicht länger als Februar gehen. Also ich vermute, ich werde die Deadline irgendwo so auf die 3. oder 4. Februarwoche legen. Also ihr habt noch ein paar Wochen, aber lasst euch nicht mehr zu lange Zeit. Wie gesagt, genaue Regeln und alles findet ihr im Reddit und es gibt ein kleines Preisgeld und ich glaube, wir haben ein geiles Stream-Event. Also falls ihr Lust habt, euch mal irgendwie musikalisch auszuprobieren, ihr müsst wirklich kein Profi sein, dann checkt das gerne ab. Ich freue mich auf eure Einreichung. Dann ein ganz kleiner Punkt. Ich werde im Februar auf zwei Messen sein. Und die erste Messe ist schon diese Woche. Ich werde nämlich auf der MagZ in Erfurt sein. Die ist jetzt vom 3. auf den 4. Februar, von Samstag auf Sonntag diese Woche. Und ich bin da komplett ohne Programm. Also ich habe da jetzt keine Auftritte oder ich habe da keine Signing Areas. Es ist einfach eine Messe, die ich mitnehme, weil sich das einfach so ein bisschen ergeben hat. So, weil ich sowieso zu der Zeit da in der Nähe bin und dann, komm, gehe ich halt einfach auch auf die Messe. Also falls ihr auf der MagZ in Erfurt
schaut, seid vom 3. auf den 4. Februar, dann sehen wir uns vielleicht. Die Messe ist ja nicht so groß, also ich hoffe, dass ihr mich trefft. Ich werde auch mal auf Instagram dann immer so ein bisschen Bescheid geben, wo ich bin. Und falls ihr noch kein Ticket habt und aus der Nähe von Erfurt kommt und sagt, ey, ich hätte Bock, mal Hübi zu treffen, ich werde beide Tage da sein. Ich habe auch da nichts zu tun, also ich habe genügend Zeit, euch zu treffen. Ich bin da nur wegen euch. Kommt gerne vorbei. Und die zweite Messe, auf der ich bin, ist in 2 Wochen. Die ist vom 17. auf den 18. Februar in München, nämlich die GG Bavaria. Das ist eine bayerische Gaming-Messe, die jetzt dieses Jahr zum 2. Mal stattfindet. Die hatte letztes Jahr Premiere, da war ich auch schon. Und auch dieses Jahr werde ich wieder da sein. Die Ticketpreise sind da, glaube ich, gar nicht so hoch. Also, falls ihr irgendwie aus dem Raum Bayern kommt und Lust habt, eine Gaming-Messe zu besuchen oder vielleicht auch aus Österreich, dann sucht mal nach der GG Bavaria. Da werde ich auch beide Tage sein. David wird auch da sein. Und dann, ja, habt ihr die Chance, uns da zu treffen. Ist eine ganz kleine, schnucklige Messe, aber wirklich, wirklich schön. Also, falls ihr Lust habt, ne, eine Gaming-Messe zu besuchen, auf diesen beiden werde ich jetzt im Februar sein. Dann ein kleines Update, einfach nur damit ihr da auf dem Laufenden seid. Das Hübi Charity-Geld wird vermutlich noch heute überwiesen. Ich hatte noch ganz lange Probleme mit meinem PayPal-Konto, denn bei Hübi Charity 8 kamen ja 104.000 Euro zusammen und auf dem PayPal-Spendenkonto wurden mir Restriktionen von PayPal gegeben, dass mein Konto quasi eingefroren wurde, weil zu viel Geld auf einmal reinkam. Und das hat jetzt fast einen Monat gedauert, dieses Konto wieder freizugeben. Aber es ist jetzt freigegeben. Das Geld ist gerade auf dem Weg von meinem PayPal-Konto auf mein normales Konto. Und sobald es da ist, wird das Geld dann an die Vereine sozusagen ausgezahlt. Da wird es dann aber auch nochmal einen ausführlichen Post auf Instagram geben mit den Übergabebildern. Ich werde alle Vereine nochmal besuchen, ne? Aber einfach, dass ihr hier auf dem Laufenden seid. Vermutlich heute wird das Geld überwiesen. Ich habe auch schon mit den Vereinen gesprochen, dass man ein schönes Übergabefoto machen kann. Und dann kriegt ihr dann auch nochmal, wenn das Geld dann final da ist, auch nochmal einen ausführlichen, dicken Post auf Instagram, dass ihr auch seht, dass das Geld wirklich ankommt. Dann noch eine kleine Info, einfach nur an dieser Stelle am Rande. Ich werde diese Woche mit meinem neuen Real-Life-Format starten. Ja, ich weiß, das ist ein riesiger Running-Gag. Ich habe letztes Jahr gefühlt über 10 Monate verteilt gesagt, bald kommt's. Aber ich habe euch versprochen, ich möchte wieder mehr persönlichen Content machen. Ich möchte wieder mehr mit euch quatschen. Ich möchte so ein bisschen alte Essenz von Hübi, die ich früher hatte, so ein bisschen mit dem neuen Hübi so verbinden und so eine geile Kombo draus machen. Und da gehört ein Real-Life-Format dazu. Und ich werde diese Woche anfangen, damit daran zu arbeiten. Ne? Und damit ihr so einen kleinen Sneak Peek bekommt, okay? Ich gebe euch den Namen des Formats. Das wird euch jetzt noch nicht so viel sagen. Also ich glaube, das Format wird anders rauslaufen, aber das Format wird den Titel tragen, Mein erstes Mal. Mehr Infos gibt es nicht. Ich werde diese Woche anfangen, daran zu arbeiten. Da ich aber dieses Wochenende auf einer Messe bin, vermute ich, dass die erste Folge davon irgendwann nächste Woche kommt. Aber für alle, die sagen, ich mag gern Hübi vor der Kamera mit seinem dummen Sketch-Humor, Freunde, ich werde ab dieser Woche am Format arbeiten. Beziehungsweise, ich habe auch schon ein bisschen angefangen. Kleines bisschen die ersten Schritte gemacht. So, und dann noch die titelgebende News. Ne? Diese Channel-News sozusagen erst überhaupt ihren Titel gegeben hat. Ich habe eine 2.000-Euro-Wette abgeschlossen und das ist etwas, das ist kein Clickbait, das ist so. Denn ich habe ja einen Podcast mit CEO. Der Podcast heißt Einer von den Guten. Der läuft jetzt schon in der 10. Woche, glaube ich. Und er ist großartig. Es macht so Spaß. Ich verstehe mich mit CEO so gut. Also checkt den gerne ab. Ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Also Spotify, Google, Amazon, iTunes. Na, überall ist er. Auf YouTube nicht. Na, aber ich glaube, jeder sollte irgendeine der anderen Plattformen haben. Und ich glaube, sogar Google Podcast ist sogar komplett kostenlos. Da könnt ihr auch mit eurem YouTube-Konto einfach hören. Auf jeden Fall habe ich mit CEO eine Wette abgeschlossen, dass ich seit gestern, also quasi ab dem 29. Januar, wenn ich aus meinem Urlaub jetzt wieder zurückgekommen bin, dass ich bis zu Utopia 24, Utopia ist ja mein Präsenzevent, was ich auch letztes Jahr zum ersten Mal gemacht habe, also dass ich quasi bis zum 13. Juli nichts Süßes mehr essen darf und 3-mal pro Woche Sport machen muss. Wenn ich das nicht schaffen sollte, muss ich 2.000 Euro an einen wohltätigen Zweck spenden, den wir uns dann noch aussuchen, sollte es soweit kommen. Und das ist eigentlich das viel Schlimmere für mich, ich muss einen Stream in einem Maid-Kostüm machen. Ne, so ein Hausmädchen-Kostüm. Und das werde ich nicht tun, wirklich. Ich habe so eine Abneigung dagegen, so ein Kostüm anzuziehen. Ja, und diese Wette habe ich quasi als Anlass genommen, wieder für mich in so eine Art Dreamer-Phase zu gehen. Also ich ernähre mich jetzt seit gestern wieder quasi ganz clean. Ich möchte jetzt erstmal einen Monat lang nur abnehmen und viel Ausdauersport machen. Dann werde ich irgendwann ab März, April, werde ich dann dick sozusagen in den Fitnesssport reingehen, also in den Muskelaufbau, alles drum und dran. Und ich möchte das allgemein für mich und auch für euch wieder so als Aufhänger nutzen, ne? Wieder so richtig an sich zu
arbeiten und einfach, ja, wieder so ein Dreamer 2.0 sozusagen zu starten. So wie ich damals 2018, wo ich Dreamer gestartet habe, sehr viel an mir gearbeitet habe, möchte ich jetzt 2024 quasi in einen ähnlichen Grind wieder reingehen. Ich habe auch im Urlaub angefangen, wieder das ein oder andere Buch zu lesen, was mir damals viel geholfen hat. Allgemein Bücher zweimal lesen, super wichtig, weil du das Buch nochmal mit ganz anderen Augen und ja, ganz anderem Verständnis wahrnimmst. Und das wird auch zwangsläufig für euch in den nächsten Wochen darauf rauslaufen, dass immer und immer wieder Dreamer-Videos kommen werden. Ich habe so viel Drang in mir, wieder mit euch zu sprechen, euch meine Gedanken zu teilen, euch vielleicht die ein oder andere Sache zu erklären, euch den einen oder anderen Struggle von mir näher zu bringen und dann, ja, einfach wieder meine Gedanken mit euch zu teilen. Also, diese 2000-Euro-Wette wird hoffentlich dafür sorgen, dass wieder so richtig alle gemeinsam, zumindest jeder, der will, in so einen richtigen Dreamer-Modus kommen, so richtige Aufbruchsstimmung, so sich selber auf das nächste Level zu bringen. Und falls ihr wollt, könnt ihr mir auf Instagram folgen, da begleite ich das Ganze recht aktiv in meinen Stories, was ich esse, was ich gerade tue, was ich mache. Und es wird natürlich auch Videos hier auf dem YouTube-Kanal geben. Genau. Also, das sind alle News. Ich hoffe, ihr seid auf dem neuesten Stand. Und wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie ich heiße Frauen aufreiße, empfehle ich euch dieses Video hier. Mehr muss nicht gesagt werden. Danke fürs Zuschauen.